Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Es ist High Noon. Ja, wenn ihr das hört in Overwatch, dann lauft. Lauft. Sucht euch Deckung. Es ist wichtig. Ja, sonst seid ihr nämlich tot. Denn das ist der Sound, den ihr hört, wenn McCree sein Ultimate zündet. Und passend dazu habe ich hier die Hasbro Overwatch Ultimates Figur zu McCree. Und ich freue mich tierisch, dass ich sie habe. Und die habe ich dank Hasbro, vielen Dank an Hasbro an dieser Stelle, fürs Bereitstellen dieser Figur zum Zeigen. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich zeige euch den McCree. Erstmal gucken wir uns kurz die Packung an. Wie immer haben wir hier über Eck ein wunderschönes Artwork. Sehr schön. Das ist richtig schick. Natürlich sehen wir im Plastik schon die Figur, ne, komplett in ihrer Gänze. Aber die gucken wir uns natürlich gleich nochmal ganz genau an. Und auf der Rückseite, wie immer, nochmal das Artwork. Schön aus der Nähe, ne, und ein bisschen was an Informationen über den Charakter, ne, sein Name und so weiter, wo er herkommt. Und hier unten seine ganzen Attacken, die er so drauf hat. Das ist eine feine Sache. Ja, McCree als Actionfigur. Ich bin gespannt. Schauen wir uns den mal an, den Kollegen. Und da ist er auch schon. McCree. Jawohl, eine wirklich gut gemachte Figur. Tatsächlich vom Gesichtsleikness wieder sehr cool. Ich finde die gesamte Optik des Gesichtes wieder wirklich gut gelungen. Kann man nicht anders sagen. Ne? Der Hut, der hat hier so eine leicht weiche Krempe. Das finde ich sehr gut. Das ist also nicht ganz starr, aber abnehmen kann man ihn den Hut nicht. Ne? Vom Detailreichtum her ist der Hut auch super. Schaut mal, ne? Das sieht gut aus. Vorne, ne? Mit dem Gold dran und so. Auch vom Gesicht her, ne? Verschiedene Farben verwendet. Haarfarbe ein bisschen anders als der Bart. Das ist bei McCree, glaube ich, tatsächlich auch bei der Figur im Spiel so. Hier sieht man das auch. Ein bisschen unterschiedliche Farben verwendet. Ne? Eine andere Lippenfarbe und alles. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. So, der Umhang ist natürlich auch ziemlich cool gelungen. Auf jeden Fall. Ne? Schönes Muster drauf. Dann hier so ein bisschen alles angefressen. Ne? Die ganzen, ja, Spuren der Zeit sind zu sehen. Das Ganze ist auch aus einem sehr weichen Material, damit man das so ein bisschen bewegen kann. Finde ich auch sehr, sehr gut gelungen. Dann haben wir hier am Körper auf jeden Fall eine Menge schöner Sachen. Die ganzen Schläuche, die hier reinlaufen. Und was man nicht alles noch hier hat, schaut mal, keine Ahnung. Das ist die Rüstung selber, die sehr schön golden ist. Das sieht auch super aus. Ne? Am Hemd, dass das so umgeschlagen ist, das lässt sich auch sehr gut sehen. Der Handschuh sieht super aus. Hier ist natürlich wieder ein bisschen wenig Farbe dran. Aber gut, was soll man da auch groß mehr an Farbe dran machen. Dafür haben wir einen wunderschönen Waffengürtel. Ne? Vorne mit dem BAMF drauf, das könnt ihr sehen. BAMF steht drauf. Ne? Dann hier die Patronen. Auch in golden, sehr, sehr schön. Der ganze Gürtel sieht super aus. Ne? Ist auch aus einem weichen Material, auch leicht beweglich. Ne? Dann haben wir hier so an der Seite so Granaten dran. Die sind tatsächlich auch abnehmbar, habe ich festgestellt. Ich gehe davon aus, dass das so soll. Ne? Ich weiß nicht, ob die verklebt sein sollen. Bei mir gehen sie alle ab. Von daher ist das wahrscheinlich so beabsichtigt. Man könnte ihm die theoretisch auch in diese Hand hier geben. Und hier sehen wir schon den mechanischen Arm. Den will ich euch auch nicht vorenthalten. Hier hat man wieder auch ein bisschen an Farbe gespart. Da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber allein durch die Detaillierung, ne, hier seht ihr das zum Beispiel, da ist so ein Totenschädel drauf. Das ist zum Beispiel etwas, was mir noch gar nicht so aufgefallen ist bei McCree, dass hier so ein Totenkopf dargestellt wird. Ne, das sieht alles super aus. Da kann man nicht meckern, das ist richtig gut gelungen. Ne, dann natürlich die Hose, ne, mit den Überschlägen hier, das kennen wir auch, ne, mit ein bisschen Faltenwurf drin, hier vorne so ein bisschen über den Stiefel. Der Cowboy-Stiefel selber sieht super aus, ne, und hinten mit den Sporen dran in golden, das lässt sich auch sehr gut sehen. Also, ne, farblich eine sehr, sehr schöne Sache, wirklich gut gelungen das Ganze, ich finde den super. Schaut man sich mal die Beweglichkeit der Figur an, stellt man schnell fest, am Kopf geht ein bisschen was, aber nicht so wahnsinnig viel, denn durch den Umhang ist das ein wenig gehindert. Ne, es geht ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach hinten, aber ihr seht schon, das ist nahezu nichts. Ne, nach links, in diesem Fall, ne, geht es auch nicht sonderlich weit. Nach rechts geht es ein ganzes Stück weiter, ne, und das ist in Ordnung. Ne, ein bisschen was kann man machen. Wäre natürlich schön, wenn man ihn noch ein Stück weiter nach oben gucken lassen könnte, ne, aber das geht. So, Armgelenk ist natürlich auch da und kaum gehindert. Eigentlich gar nicht wirklich durch den Umhang. Natürlich nach hinten weg, das ist klar, das ist logisch. Ne? Aber wir haben hier dieses Balljoint und wir können es halt auch noch drehen. Ne? Das heißt also zwei Gelenke hier oben drin. Ne? Dann haben wir hier eine Drehung im Ellenbogen. Wir haben hier noch ein Gelenk, um ihn zu bewegen. Und wir können natürlich die Hand drehen und wir können die Hand auch noch ein bisschen nach innen und nach außen
bewegen. Das geht auch sehr gut. Dasselbe beim anderen Arm, nur hier ist das natürlich schwieriger, weil da natürlich der Umhang ein bisschen stört. Aber auch hier kann man den Arm hoch machen, ne, soweit es geht, runter machen, nach vorne, nach hinten. Ne. Dadurch, dass das flexibel ist, geht da schon ein bisschen was. Auch hier haben wir ein Ellenbogengelenk mit drin, ne, und natürlich auch das Handgelenk, auch alles da, so wie das sein soll. Sehr schön. Na, dann haben wir hier wie immer, ne, diese Oberkörperbewegung nach links und nach rechts. Das sieht super aus. Bisschen nach vorne, bisschen nach hinten, das geht auch. Und er hat auch noch diesen Crunch hier vorne drin, das seht ihr jetzt. Na, da kann ich ihn auch noch bewegen, das funktioniert auch sehr gut. So, dann kommen wir zu den Beinen. Bei den Beinen ist es kaum gehindert durch den Gürtel tatsächlich, also das geht relativ weit. Ihr seht schon, ne? Kann da fast einen Spagat hinbekommen. Na, nach hinten, hups, da fällt mir schon wieder die Granate ab. Lassen wir erstmal beiseite liegen. Nach hinten geht wie immer fast gar nicht, da der Popo im Weg ist. Das hat man bei diesen Figuren scheinbar extra so gemacht. Nach vorne geht es ganz gut. Auch da seht ihr, stört der Gürtel kaum. Natürlich kann man die Oberschenkel drehen. Wir haben ein doppeltes Kniegelenk. Ne? Oh, ich habe sogar bewegt bekommen. Wie cool. Und wir können natürlich den Fuß bewegen. Allerdings nicht besonders doll. Also es geht ein ganz bisschen nach hinten. Ne? Es geht ein ganz bisschen nach vorne, aber fast kaum merklich. Genauso wie der sehr wichtige Kipp zu den Seiten. Ich sage es einfach mal Kipp. Ne, geht halt nicht besonders gut bei dieser Figur, eigentlich nahezu überhaupt nicht. Dafür könnt ihr den Fuß aber ein Stück weit drehen, das funktioniert. Das sieht auch nicht so gesund aus. So, die Bewegung haben wir also ein bisschen was drin. So, ich baue mal die Granate wieder an. Und damit sind wir dann auch schon beim Zubehör. Diese Granate beispielsweise ist sozusagen Teil des Zubehör oder Rohrbombe, wie ihr dazu auch immer sagen wollt. Sowas in der Art muss das ja nur sein. So, was haben wir natürlich noch? Seinen Colt. Der ist natürlich auch dabei. Und der sieht schon mal super aus, der Colt. Schaut euch das Ding mal an. Ne, wirklich cool gelungen. Ne, auch hier hat man noch ein bisschen Farbe verwendet, ne, damit der Griff dann auch noch nach Holz aussieht. Das Ganze hat einen sehr schönen Silbereffekt. Und ja, ihr könnt den, oder Metallic-Effekt, ne, verchromt sozusagen. Ne, und ihr könnt den, die Waffe in sein Holster packen, ne, damit er dann auch gleich machen kann, it's high noon. Und dann könnt ihr ihn jetzt ziehen, den Revolver. Natürlich gibt es aber auch eine... Komm wieder raus. Siehst du, so ist das mit dem Ziehen. Das klappt nicht ganz. Und ihr seht schon, diese Hand, die er standardmäßig bei sich trägt, ist nicht in der Lage, die Waffe aufzunehmen. Das funktioniert nicht. Dazu brauchen wir eine andere Hand. Deswegen gucken wir uns mal an, was wir da so an Ersatzhänden dran haben. Was heißt, oder Zusatzhänden. Ne? Und zwar haben wir da diese Hände. Eine metallische Hand, ne? Die dann im Prinzip halt so flach ist. Und einmal die Hand mit dem Trigger. Ihr seht schon, das ist etwas, was ich immer wieder erwähne. Der Triggerfinger ist mit dabei, das heißt, ein Finger ist etwas weiter ab, damit das auch so aussieht, als wenn er den Abzug betätigt. Ich versuche mal, die Waffe da reinzukriegen. Das ist immer nicht ganz so einfach. Ihr kennt das ja schon, das Spielchen. Schau mal, da haben wir die Waffe drin, da haben wir die Hand drin. So soll das sein. Sehr, sehr schön. Ne? Und dasselbe machen wir einfach nochmal mit der anderen Hand, weil ich finde, diese Hand, ne, das sieht ein bisschen komisch aus mit dem Daumen. Und da finde ich die einfach, wenn er dann seine Waffe gezogen hat, viel, viel schöner. Deswegen bauen wir auch da die zweite Hand ran, die dann so ein bisschen flach ist. Das ist beim, wenn man die Waffe gezogen hat, dann ist das so. Da muss man die Hand so ein bisschen flach machen. Und wir haben natürlich, wie bei diesen Figuren üblich, ich versuche ihn mal hinzustellen, oh, es funktioniert, natürlich noch einen Waffeneffekt. Das ist auch etwas, was bei diesen Figuren eine ganz, ganz tolle Sache ist. Etwas, das Hasbro bei seinen Figuren immer mit einbaut. Das ist dann diese wunderbare Spezialeffekt-Aktion, die man hier sozusagen einfach vorne in die Waffe reinstopfen kann. Zack, die stopfst du da so rein und dann ist das drin und dann sieht das so aus, als würde er seine Waffe abfeuern. Finde ich ganz, ganz toll. Also, ein wahnsinnig cooler McCree. Das kann doch was. Ja, den bringe ich jetzt ein bisschen in Pose und dann kommt der so ab ins Regal. McCree ist schon verdammt cool. Da kann man sagen, was man will. Ja, einzige Sache, die bei dieser Figur Art immer ein bisschen problematisch ist, ist die Standfestigkeit. Es ist tatsächlich teilweise nicht so einfach, die Figuren so zu positionieren, dass sie eine coole Pose haben und dann trotzdem im Regal stehen bleiben, zumindest sicher stehen bleiben. Da wäre es natürlich cool gewesen, wenn man denen eine Plattform und weil ein Loch im Boden haben sie, ne, wenn man denen eine kleine Plattform spendiert hätte, wo man sie hätte draufstellen können. Das wäre natürlich ziemlich cool gewesen. Vielleicht besorge ich mir einfach mal so Standfüße. Gibt es ja relativ günstig. Die sind ja hier mit Loch versehen. Dementsprechend ist das gar kein Problem. Aussehen tut er trotzdem toll und er wird sich sehr gut machen in meinem Regal bei den anderen Figuren. Ich freue mich, dass ich ihn habe. Ja, und wenn ihr auch so eine Figur haben wollt, wisst ihr Bescheid, im Spielwarenhandel oder beim Comic-Händler eures Vertrauens vor Ort oder online. Einfach mal nachfragen. Ist aus der aktuellen Wave, sollte also gerade überall zu bekommen sein. Ja, ich gehe dann mal zu meinem Regal und stelle ihn dazu. Bis dahin wünsche ich euch was. Denkt dran, lasst mir ein Abo da.
Stabo. Einen Daumen. War ich schon wieder zu schnell. Ne? Schreibt mir Kommentare, wie gefällt euch dieser McCree? Steht ihr auf Overwatch-Charaktere? Ja, welche Figuren würdet ihr euch noch wünschen, die jetzt demnächst da mal rauskommen sollen? Ich möchte es wissen. Also rein in die Kommentare damit. Ansonsten wieder anschalten beim nächsten Mal oder schaut euch eins der anderen wunderbaren Videos auf meinem Kanal an. Bis dahin bin ich raus und wünsche euch ein schönes Zeit. Und nein, ich sag tschüss.